In der Steirer Schlossgalerie stellt derzeit ein Künstler aus, der sich ganz der Natur verschrieben hat. Der Steirer Künstler Professor Magister Weiß entführt seine Gäste bereits jetzt in den kommenden Frühling. Weiß ist die Farbe der Einfachheit und die Grundfarbe der Bescheidenheit. Diese Eigenschaften beschreiben auch den Künstler und seinen schaffenden Werdegang. Es war eigentlich ein Zufall, ich bin ja Autodidakt und bin ja da in Steyr in die Schule gegangen und dann in die HTL hier in Steyr. Und dann habe ich in Linz Betriebswirtschaft studiert und bin aber jetzt schon längere Zeit freischaffend als Künstler tätig. Vor 30 Jahren circa habe ich eben spontan zum Malen angefangen und seitdem ist es mein Leben. Die Bilder erstrahlen hell und freundlich, zeigen aber auch die Zeit des Lebens von der blühenden bis hin zur welkenden Blume. Kurz gesagt, sie erzählen von der Kraft der Natur, vermitteln aber auch beim Betrachten Energie. Es sind alles Naturdarstellungen. In meinem Werk geht es aber nicht in erster Linie um die naturalistische Darstellung von Blumen oder Bäumen oder allgemein Natur, sondern was hinter diesen Bildern steht oder was mein Anliegen ist, ist das Werden, Wachsen und Vergehen. Also eine Darstellung des ganzen Lebens in Form von Natur im weitesten Sinn. Eine Besonderheit, die den Künstler auszeichnet, ist die Farbe Weiß. Sie ziert nicht nur seinen Namen, der Künstler selbst nutzt für seine Werke 56 Weißabstufungen. Von Schwanweiß über Gletscherweiß bis hin zu Titanweiß sind auf der Leinwand. Ich male Ausstellöl, also alles, was hier ausgestellt sind, sind Bilder, die in Öl auf Leinwand oder auf Papier entstehen. Wobei ich nie in der Natur draußen male, sondern nur im Atelier und vorher eigentlich nie genau so weiß, was dann letzten Endes herauskommt. Und das ist das Spannende an meiner Malerei. In die Steirer Schlossgalerie ist mit dem Künstler und seinen Werken bereits der Frühling eingezogen. Wir sehen glücklicherweise wieder mal einen Steirer Künstler bei uns in Steyr mit fast 150 Werken vertreten. Es ist auch seine 150. Ausstellung seit 1984 und er zaubert mit seinen Werken hier wirklich Frühlingsstimmung an diesem doch eher noch sehr kalten Februartag. Sehr viel Farbe, sehr viel Dichte und vor allem es ist sehr interessant, wie Professor Franz Weiß mit 56 Arten von Weiß die Farben seiner Bilder zum Leuchten und Strahlen bringt. Es sind wirklich tolle Blumenbilder dabei. Manche sind sehr leicht in der Farbe, andere sind wieder sehr intensiv und kräftige Farben, die man auf sich wirken lassen muss, die man sich von der Ferne anschaut. Aber in Wirklichkeit bei dieser Vernissage kann man sich nur auf den kommenden Frühling freuen. Es ist immer eine Freude, wenn wir Steirer Künstler und Künstlerinnen hier ausstellen dürfen. Wir beginnen das heurige Jahr mit einem Steirer Künstler. Es schließt eine Steirer Künstlerin an. Als nächste haben wir die Frau Klein bei der Ausstellung. Also ich denke mal, wir können zeigen, wie viele Künstlerinnen und Künstler Steyr wirklich präsentieren kann. Mittlerweile ist ein ganzes Naturuniversum auf der Leinwand entstanden. Kunst kommt für mich auf jeden Fall auch vom Können. Für mich ist Malerei nicht nur eine Spielerei oder einfach ein sich ausleben, sondern hat sehr viel auch mit Technik zu tun und mit Auseinandersetzung mit dem Leben. Das ist für mich ganz wichtig. Seit vielen Jahren verfolgt der Künstler den Weg einer abstrahierten Naturbetrachtung und lässt seine Bilder direkt auf die Empfindung seiner Betrachter wirken.